Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen sollen, aber irgendwas werden wir hier wahrscheinlich machen müssen. Ich vermute mal, den Teleporter zum Laufen bringen. Hier sind ja die Eier, ne? Die Eier des Seeimperators. Erstens Schale. Ungewöhnliche Handschale. Das organische Wachstum auf der Außenseite ist ein Hinweis dafür, dass diese Eier hunderte, vielleicht tausende von Jahren alt sein könnten. Fremde Röhren. Fremde Geräte durchdringen die äußere Schicht der Schale und sind wahrscheinlich dazu gedacht, sie mit Nährstoffen zu versorgen und sie von der Umgebung zu isolieren. Fruchtblase. Wie viele Eier auf diesem Planeten enthalten auch diese kleinen Nährstoffe, die der Embryo langsam verbraucht? Wie viele Eier auf diesem Planeten enthalten auch diese kleinen? Okay. Stattdessen existieren in einer Art natürlicher Stase und warten auf angemessene Bedingungen zum Schlüpfen. Ah, okay. Es gibt eine höhere genetische Übereinstimmung zwischen diesem Organismus und dem Leviathan in der Nähe. Sie scheinen stabil und gesund zu sein. Es ist wahrscheinlich, dass die ideale Bedingung zum Schlüpfen von den idealen Bedingungen für das Überleben des Elterntiers erheblich abweichen. Das heißt, ich muss die Mutter töten, damit die Kinder leben. Ich verstehe. My young need to hatch, to play outside this place. We have been here so long. The others built a passage to reach the world outside. I asked them for this freedom, but they could not hear me. If you help us, I will give you freely what the others tried in vain to take. Die Frage ist nur, wie? Kann ich die Tiere hier töten und essen? Hast du was dagegen? Naja. Also sie hängen da gerade. Okay, wir müssen also den Teleporter starten, damit die Kinder raus können. Okay. Ich verstehe, ich verstehe. Er sieht einfach original aus wie der Seedrache. Ich glaube, der Seedrache ist Papa. Und beschützt die Mutti. Es. Enzyme zum Schlüpfen hinzufügen. Ja, aber wie? Was? Kann doch schlecht die Enzyme da rausholen, oder? Lag die Enzyme jetzt endos? Ich dachte, die frisst mich jetzt. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Keine Ionenwürfel dabei. Da ist du hier irgendwo noch ein Mädel. Können wir mit Sicherheit hier noch irgendwo einen finden.
Na gut, ich will mal kurz hoch, holen jetzt ein. Dann muss ich nicht suchen. Wie klein das hier ist für die. Und die hat hier tausende Jahre überlebt. Oh, die Arme. Weißt du, als wenn du in so einem... ja, wie Isaac in so einer Truhe feststeckst. Das muss ja auch voll langweilig sein. Zitter. Okay, nehmen wir jetzt schon mal die Würfel mit, die wir hier mit Herbert abgebaut haben. Und dann lassen wir die Eier schlüpfen und dann bauen wir unser Schiff zu Ende und dann freuen wir uns. Hey, da ist doch auch noch irgendwas. Ich glaube, da kommen wir nicht hin. Ja. Bin schon wieder da, Mutti. Bin schon wieder da. Ich guck nur mal kurz, wo das hingeht, ja? With the passage you've opened, my young can leave this place. But first they must feel the time is right and break free of their shells. This is what the others could not force from me. To you, I give the secret willingly. Enzyme zum Schlüpfen. Ich bin auf der Insel. Oder? Ja. Nice. Okay, Bauplan. Augenstängel, Samen, Seekronensamen, Pilzprobe, Geisterkrautsamen, Lampenbuschprobe. Ich glaube, die Hälfte davon finde ich da drin. Durch die Teleporter und alles. Mein Fisch hat mich kurz besucht. Wie jedes Mal meine Hand gebrochen ist hier unten. Okay, dann wollen wir mal hier schlüpfen. Was haben wir denn hier? Komische Steine, okay. Können wir nichts mit anfangen. Habe ich noch keinen Pirscher geskinnt? Echt? Oh, jetzt chillt die wieder. Na gut. Keine Sorge, ich mach das schon. Wir sammeln erstmal ein, was wir hier finden. Was haben wir denn da? Was bist du denn?
Die Punkte des hast du nicht gesehen. Nö. Wir brauchen erstmal diese Krone, ne? Oh, Lava-Echse ist geschlüpft. Cool. Ach, guck mal, Blubberbläschen. Ne? Doch, doch. Immer nur 10 Sekunden, das lohnt sich gar nicht mehr. Okay, ich weiß, wo ich einen Großteil von dem finde, was wir brauchen. Eins davon finden wir hier. Das ist soweit klar. Halt. Lampenbuschprobe. Bist du Lampenbusch? War für so wert. Epochenkolonie. Oh, Zutaten finden. Komm, holen wir kurz Sauerstoff und dann kann ich in Ruhe suchen. Jetzt chillt die da die ganze Zeit. Ja gut, aber glücklicherweise haben wir einen Teleporter direkt nach Hause. Also von daher, mich stört's nicht. Warum muss ich Wasser bewegen? Bleib doch oben, Mann. So, wo war jetzt besagtes Loch, das wir schon mal genutzt haben? Ich glaube, das war hier irgendwo. Da haben wir doch schon was. Geisterhände. Na sauber. Jetzt haben wir schon mal die Geisterhände. Geisterkrautsamen. Ja, gut. Aber was ist die Pilzprobe? Höhenweilchen. Das sind die meisten Sachen, die so fluoreszieren, ja? Kann man die Teile essen? Geisterhände. Ja gut, dann gehen wir zu den Teleportern. Und schauen, dass wir alles finden. Bis zum... Verwirrend. Jetzt schwimme ich wieder runter. Ich will hoch. Gut, warte noch ein bisschen. Ich komme bald wieder. Muss Dinge erledigen. So, an der frischen Luft können wir auch dann ja, ein bisschen detailreicher mal angucken, was wir suchen. Also, wir haben den Seekronensamen. Lampenbuschprobe, Geisterkraut, Augenstängel, Samen. Nur die Pilzprobe könnte ein Problem werden, glaube ich. Naja, wir haben 4 Teleporter. Wir werden sie alle nutzen. Um damit quasi auch den Rest zu finden. Und nochmal zu Hause vorbeizuschauen. Ist ja ganz gut. Wenn ich schon die Möglichkeit habe.
So, Tor Nummer 1. Also 613 Meter, das heißt, wir sind ein bisschen weiter weg. Könnten bei den Geister hinten sein, ne? Ich glaube, wir sind jetzt bei den Geister hinten. Das sieht gut aus. Jetzt drehen wir nicht durch, Junge. Das Ding erledigen. Ich geh mal hier lang. Und hier ist Geisterkraut. Waren die Geisterhände vielleicht doch woanders? Geisterhände waren auf jeden Fall ein Stück größer. Das weiß ich noch. Ja, hier sind diese leuchtenden Pilze, die wir schon mal gesucht haben. Ich darf mich aber nicht zu weit entfernen. Usch, ich schwimme einfach an die Oberfläche, was soll's. Und dann gucken wir hier nochmal um die Ecke. Muss ja sie zu finden sein. Ich kann schwören, dass in diesem Gebiet die Geisterhände sind. Immer wieder schön oben zu sein. In der richtigen Luft. Guck mal, ist hier die Neptun von hier. Krass. Diese 1000 Meter sind gar nicht mal so weit weg, wie man denkt. Ist sie sogar das zu Hause? Aber ich glaube, das liegt eher an meinem guten PC. Oh Leute, Geisterhände suchen, Geisterhände. Kann ja wohl nicht so schwer sein, oder? Was ist das? Das ist auch nur wie diese komischen Pflanzen, ne? Nicht die Geisterhände. Geisterkraut. Ja, dass es nicht das ist. Natürlich ist es...
Küche. Muss es sein? Bin so blöde, ne? Oh Gott, schlag mich bitte. Bitte richtig doll. Ja gut, dann zurück. War also doch richtig. Wer hätte es gedacht? Ich glaube, das war der eine Eingang, den wir tatsächlich sogar schon mal gefunden haben, ne? Kommt mir nämlich so bekannt vor, das Ganze. War das hier zum Teleporter? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube nicht. Ich glaube, von da komme ich gerade. Was war hier irgendwo auf der rechten Seite? Könnte ich schwören. Chill mal, Kuli. Was ist denn los mit dir? Okay, Geisterhände check. Lampenbusch. Glaube ich, weiß ich. Aber Augenstängel und Pilzprobe. Also Pilze vermute ich mal in der Dunkelheit. Es gibt da ja ein dunkles Biom, was wir schon kennen. Vital signs stabilizing. Zieh wir rein, egal. Und ich glaube, da finden wir diesen Pilz. Wir sehen ja schon anhand der Höhle, wo wir landen. In etwa, was sich da befindet. Okay. Erstmal zurück. Bleibt aber nicht mehr viel übrig. Ich werde mal ein bisschen bei Herbert ein bisschen was reinparken. Hier, da steht. Wobei, nee, komm. Ich habe noch Platz, ne? Ah, ich bin easy going. Wir werden sowieso zufälligerweise gleich zu Hause landen. Können wir die Ionenwürfel auch ablegen. Boah, jetzt habe ich noch einen Schluck auf. Würde ich doch verarschen. Nein. Auch nicht, ja gut. Aber hier sind Pilze. Und das Spiel will uns damit aufmerksam machen darauf, dass hier Pilze sind. Hier werden wir also auch eine Zutat finden. Momento Mundo. 5 Zutaten. Eine war bei der Mutter. Und alle anderen müssten in den anderen Portalen sein. Das heißt, diese Aliens wussten anscheinend doch, was abgeht. Kann ich hier schon alles fallen lassen? Nein. Ja, zumindest haben wir die Augenstängel gefunden, ne?
Damit fehlt noch Lampenbusch und die Pilzprobe. Ach, hier wird's plötzlich heller. Okay. Na gut, gehen wir zurück. Zeit für den nächsten Teleporter. Also waren hier doch nicht die Pilze, die ich suche. Wenn es ein bisschen besser sortiert wäre, aber nein. Sortierung für den Arsch. Was habe ich denn dabei? Ah, zur Not können die beiden weg. Und ja, ich weiß, der ist gerade über mich rübergesprungen. Das war schon ein bisschen cool. Ja, schon neugierig, ob da unten irgendwas ist. Aber anscheinend nicht. Nö. Na gut. Ab durch den Teleporter und dann nehmen wir den Teleporter nach Hause, damit wir die Ionenwürfel ablegen können. Oder uns damit direkt eine Batterie bauen. Das wäre auch eine Idee. Vor allem für den hier. Eine bessere Energiequelle. So, das war auf der anderen Seite der rechte, ne? Ich glaube schon. Die Folge ist fast vorbei. Ja gut, Freunde, ich würde sagen, dann sehen wir uns morgen einfach zu Hause wieder. Und dann gucken wir, dass wir eine neue Batterie bauen für unser Modulchen. Und dann gucken wir mal. Haut rein, euer Zero-Tschüss.